Dann gehen wir vom Ex-Team des einen Deutschen zum Ex-Team des anderen Deutschen. Aston Martin. Platz 7 im vergangenen Jahr, Platz 7 in diesem Jahr. Letztes Jahr noch 77 Punkte, in diesem Jahr 55 Punkte geholt. Also von Bottas zu Sainz gewechselt. 18 Punkte für Stroll, 37 für Vettel. Saisonbeginn eine absolute Katastrophe, sogar noch mit dem Ärger um die Red Bull-Kopie und was es da nicht alles gegeben hat. Danach sind sie so ein bisschen besser geworden, ein wenig vielleicht. Aber was fällt dir dazu ein, Tobi? Ja, also bevor ich jetzt auf sie drauf haue, muss ich noch eine Sache vielleicht kurz erklären oder sie vielleicht sogar ein bisschen in Schutz nehmen und dann kommt das Drumgekloppe. Jetzt werden sich natürlich einige vermutlich fragen, ja, wie kann denn das sein? Jetzt ist doch der Lawrence Stroll da und Aston Martin und die haben jetzt doch so viel Kohle und was ist denn da? Diese Kohle, bis die mal Wirkung zeigt, das dauert noch, die bauen eine neue Fabrik, die bauen einen neuen Windtunnel und so weiter. Im Moment müssen die noch ihr ganzes altes Equipment, was halt noch aus Racing Point Zeiten ist, verwenden. Das heißt, da hat man so ein bisschen die Erklärung vielleicht, warum das nicht sofort da raketenmäßig nach vorne geht. Trotzdem, und jetzt fängt das Gekloppe an, Platz 7 mit so wenig Punkten, das kann natürlich nie und nimmer der Anspruch von Aston Martin sein. Also katastrophaler Saisonstart gewesen, völlig in diese Porpoising-Falle gefallen. Das haben sie ja dann auch selber immer wieder als, ja, fast so ein bisschen als Ausrede vorgeschoben, dass das der Grund war. Im Endeffekt muss ich sagen, ich muss solche Probleme lösen. Andere Teams haben diese Probleme auch schneller gelöst. Also das lief überhaupt nicht zusammen. Dann wieder Kontroverse, dass sie schon wieder wen kopiert haben. Ironischerweise ist es dann aber erst viel später besser geworden, weil also diese Red Bull-Kopie hat ja auch nicht sofort eingeschlagen, sondern das lief ja dann, also das kam ja in Barcelona und es lief aber dann erst so zur Saisonhälfte oder eigentlich nach der Sommerpause lief es ja dann wieder besser zusammen. Da haben sie dann nochmal aufgeholt auf Alfa Romeo und den 6. Platz, den sie dann wegen einem Einzelergebnis verpasst haben, waren ja punktgleich. Also enttäuschend, was die Fahrer angeht, muss ich sagen, auch enttäuschend. Sebastian Vettel hat erst wieder aufgedreht, wo dann sein Rücktritt schon klar war. Davor nur zwei Highlights auf die Stadtkurse mal wieder. Das liegt ihm einfach, Monaco und Baku, da war er gut. Ansonsten erst wirklich ganz zum Ende raus, wie man das Gefühl hat, da fallen die ganzen Steine von ihm ab. Da hat er dann wieder echt performt. Da war er dann auch wirklich richtig gut unterwegs teilweise. Also Japan war sensationell. Die letzten beiden Rennen waren viel besser, als es die Punkteausbeute gezeigt hat. Also da hätte er sich viel mehr verdient gehabt. Aber ich erwarte trotzdem von einem vierfachen Weltmeister, dass er solche Leistungen einfach auch vielleicht nicht an 22 Rennen, sondern aber an 16, 17 Rennen im Jahr bringt. Und was Stroll angeht, ja, mein Gott, Stroll ist halt einfach Stroll. Ich glaube, wir haben die Geduld verloren, dass da noch irgendwie was Besseres dabei rauskommt. Er ist nicht katastrophal schlecht, das war er nie, das wird auch nie sein. Er holt immer ein paar Punkte rein, aber er wird auch nie irgendwie das Ruder rumreißen und irgendwie großartig für irgendwelche großartigen Highlights sorgen und eine sensationelle Saison fahren. Ja, und am Ende spricht dann auch der Punktestand dafür. Ich finde, Stroll kommt noch ein bisschen gut weg, wenn man den Vergleich anschaut. Ich finde, Vettel, wenn man sich die Probleme in den letzten Rennen anschaut, sollte er eher so 45 bis 50 Punkte geholt haben. Aber selbst das wäre nicht gut genug gewesen für die Ansprüche von Aston Martin. Dazu würde ich nur einen Satz sagen. Für das, was sie sein wollen, ist es einfach nicht genug. Das stimmt auf jeden Fall. Aber für das, was sie sein können, finde ich, war die Entwicklung in der Saison gut. Also ja. Das war bei Haas das große Problem, aber bei Aston Martin ging man genau in die Gegenrichtung. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Muss man auch ein bisschen dem Teamchef Mike Krack natürlich zugute schreiben, weil er kann ja nichts dafür, dass das Auto so schlecht war. Da ist er erst viel zu spät gekommen ins Team dafür. Aber ich finde, an sich waren sie so ein bisschen ein Dark Horse in dem Jahr, wenn man so im Englischen sagen würde. So eine kleine Überraschung habe ich da schon immer vernommen, weil zur Saisonstart waren sie eben nirgendwo. Aber dann so langsam wurde es doch besser. Und da hat man irgendwie, ohne dass jemand so wirklich darauf geachtet hatte, wurden aus diesen guten Rennbases im Vergleich zu einem schlechten Qualifying, wurde da plötzlich ein solides Qualifying knapp außerhalb der Top 10. Eine Position, aus der man angreifen konnte, wo man dann im Rennen, wenn die Strategie gepasst hat, sehr schnell mal nach vorne gekommen ist, Platz 8, 7 oder sowas. Und Vettel war jetzt vor allem gegen Saisonende doch regelmäßig dabei bei den schnellsten, bei den Best of the Rest eigentlich. Ist klar, der Beste war da jetzt selten, aber das lag oft auch an der Strategie des Teams. Aber ich finde, punktuell hat man da schon gezeigt, wozu das Team in der Lage ist. Und gegen Saisonende vor allem wurde das richtig stark, das Paket. Also für nächstes Jahr erwarte ich mir da einiges.
Und ich muss sagen, das hat mich sehr positiv überrascht dann während der Saison, wo man natürlich sagen muss, Saisonstart, das war nichts, aber nachher, finde ich, war das eigentlich okay. Mit Stroll natürlich, was soll man dazu sagen, er ist viel zu oft strategisch irgendwie bevorteilt worden oder hatte halt das Glück auf seiner Seite in dem Jahr. Natürlich sagt das Rennergebnis, die Durchschnittsplatzierungen und die WM-Platzierung sagen da relativ wenig darüber aus, wie weit er eigentlich häufig hinter Vettel war. Das wird auch nächstes Jahr definitiv nicht besser werden mit Alonso. Aber an sich erwarte ich mir da viel von dem Team. Und ich finde jetzt gar nicht, dass das Ganze so schlecht war, wie man jetzt redet. Sie haben den Start verhaut. Nachher wurde es dann aber schon laufend eine Spur besser immer wieder. Nach diesem katastrophalen Start hätten wir sicherlich nicht damit gerechnet, dass wir am Ende noch drüber reden. Oh, die haben einen richtig sichtbaren Aufwärtstrend. Vor allen Dingen natürlich auch bei Vettel, wenn es gut gelaufen ist, was wir gesehen haben. Und sie sind punktgleich mit Alfa Romeo. Sie hätten Platz 6 holen können. Mehr wäre definitiv nicht drin gewesen. McLaren viel zu weit weg. Das heißt, das hätte nicht geklappt. Aber wäre durchaus noch mehr drin gewesen, wenn sie den Saisonanfang nicht so verhauen hätten und gegen Ende nicht so viele Strategien einfach in die Tonne geklopft hätten. Wie zum Beispiel bei Vettel beim Finale. Obwohl es dann da noch ein Pünktchen gab. Ja, also ich stimme euch ja auch zu, was den Aufwärtstrend angeht. Aber ich finde halt, ich mache meine Bewertung hier für die gesamte Saison. Meine gesamte Saisonbewertung lautet, sie haben gleich viele Punkte wie Alfa Romeo geholt und Alfa Romeo hat eigentlich nur einen Punkt einen Fahrer. So, das ist der Gesamteindruck, den ich hier sehen muss irgendwie. Und dass das natürlich für 2023 jetzt besser aussieht vermutlich, also nicht nur wegen Alonso, sondern auch wegen diesem Aufwärtstrend, da würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Aber insgesamt ist es einfach zu wenig. Da muss ich einfach sagen, das ist einfach zu schlecht. Also, kommen wir zu den Benotungen, oder Stefan? Machen wir noch einen Hinweis vorher, denn auch mit Mike Krack hat Christian gesprochen, da haben wir auch in der neuen Printausgabe ein langes, ausführliches Interview mit ihm drin, das wir versuchen, in die drei Doppelseiten reinzupressen in voller Länge, denn da ist wirklich jeder Satz spannend und unterschiedliche Themen werden da drin behandelt, also auch da könnt ihr euch drauf freuen, wer es noch nicht hat. Weihnachten steht vor der Tür, lasst euch beschenken oder beschenkt eure Lieben, gibt nichts Besseres als ein gut duftendes Motorsportmagazin im Briefkasten. Kennt ihr ja auch, wenn wir unsere Hefte auspacken bei uns im Büro. Doch zwei gut duftende Motorsportmagazine im Briefkasten. Das ist noch besser. Das ist natürlich wahr. Das ist definitiv wahr. Welche Note würdest du einem Aston Martin-Team geben? 4. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sie nicht so gut sehe. Also muss ich bei der 4 bleiben. Ich kann nicht weiter runtergehen, weil dafür ist die Entwicklung dann doch da. Aber es bleibt bei der 4. So, ich muss auch sagen, für die 3 ist es mir ganz knapp zu wenig, aber wenn wir jetzt echt nur über die Entwicklung reden würden, wären wir locker bei der 3, aber dadurch, dass der Saisonstart auch so daneben ging und auch, dass ein Lance Stroll die Teamleistung nach unten zieht und das dauerhaft, 4 finde ich okay. Ich kann mich noch zu einer 4 plus hinreißen lassen, aber 4 hatte ich mir hier notiert. Ach, was heißt jetzt 4 plus? Ich dachte, wir machen nur gesamte Noten, Stefan. Haben wir nie gesagt, aber ich sehe es zum Beispiel auch öfter hier. Unter allen unseren Zuschauern, die das Ganze bewerten.